willkommen zum Pressegespräch nach dem heutigen Drittligaspiel des KGVFC gegen den DSC Arminia Bielefeld. Insgesamt 6.834 Zuschauer haben dieses spannende Spiel gesehen, davon 221 Gäste im Gästeblock. Ich darf beide Trainer begrüßen von Seiten unserer Gäste Norbert Mayer. Herzlich willkommen, Kevin, zu dir in der Pressekonferenz und unser Cheftrainer Carsten Heine. Ja, als erstes gebührt natürlich unserem Gast das Wort zu den gespackten 90 Minuten. Ja, das ist so. Ich denke, in der ersten Halbzeit war es ein sehr von der Taktik geprägtes Spiel. Chemnitz hat eine sehr gute Chance gehabt hier im Ansatz. Zwei, drei Möglichkeiten. Wir haben gesehen, Chemnitz ist selbstbewusst durch die zwei Siege, die sie errungen haben. Bei uns hat natürlich wirkt so ein Spiel, die dann nach, jetzt erstmal in Ordnung haben, muss organisiert sein. Da ist noch richtig Luft nach oben, aber das wird sicherlich auch seine Zeit dauern. Wir sind, denke ich, nach dem Wechsel besser ins Spiel gekommen, haben dann das Spiel mehr in die Hand genommen und es auch viel, viel besser in den Griff bekommen. Ja, und dann gab es eben diese zwei Szenen, die kurze Abfolge, Gelb-Rot für Kluge und eben die, ich hoffe, nicht so schwer war, aber es kann eventuell sein, dass Müller einen Jochbeinbruch hat. Verletzung von Müller und dann musst du dich ganz anders orientieren. Aber ich denke, gerade für die Moral unserer Mannschaft ist es wichtig, auch mit 10 Mann diesen Punkt dann geholt zu haben hier in Chemnitz. Das auch gut gemacht zu haben, mit 10 Mann zu verteidigen, das ist dann nicht so einfach, aber da hat die Mannschaft sich richtig eingeschlossen in die letzten 25, 30 Minuten und nicht mehr viel zugelassen. Weiterhin einen guten Saisonverlauf und wir treten mit einem Punkt, mit dem wir heute zufrieden sein müssen, die Heimat. Ja, recht herzlichen Dank. Carsten, dein Fazit zu den 90 Minuten bitte. Ja, zunächst mal vielen Dank für die Zukunftswünsche, für die weiterhin auch. Und vor allen Dingen mein alter Spezifus, der Müller, der besten Lebenswünsche. Man hat wirklich viele Leidens. Schon hinter sich. Ja, zum Spiel so viel, ich sehe es ähnlich in der ersten Halbzeit, war ein Spiel ohne wenige Chancen auf beiden Seiten. Die Klasse hatten wir in der Tat kurz vor der Halbzeit, wo der Keeper gut pariert. Ich weiß nicht, wenn der Ray das erkennt und vielleicht den Ball noch mal ganz kurz querlegt zum Sebastian Glasner, dann ist er drin, aber kein Vorwurf an den Jungen, um Gottes Willen. Und, in der zweiten Halbzeit war es in der Tat turbulent durch diese Unterbrechung, Verletzung, dann gelb-rote Karte. Und dann war es ein Spiel, wie es oftmals ist, auf ein Tor. Wir hatten noch eine Riesenchance, diesen Kopfball von Nils, den wir alle schon drin gesehen haben. Ansonsten kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat versucht, den Ball laufen zu lassen. Die Bielefelder haben brutal stark verteidigt dort hinten, das muss man auch sagen. Und so dass wir uns da auch nicht mehr so viele Möglichkeiten erspielen konnten. Der Versuch war da, der Wille war auch da. Und so dass wir mit diesem 0:0 leben müssen auch. Und ich finde es gut, dass bei vielen in unserer Mannschaft die Enttäuschung darüber groß ist. Das spricht für den Ehrgeiz. Aber ich denke, wenn man jetzt die drei Spiele im Gesamtpaket sieht, hätte das jeder unterschrieben, wie wir uns das darstellen. Und wir alle wissen, dass wir die Punkte haben und bis 45 kann ich wieder ausrechnen, wie viele das sind. Also es kommt noch ein hartes Stück Arbeit auf uns zu. Aber die Zuversicht sollte da bleiben. Dankeschön. Ja, danke den beiden Trainern für Ihre Statements. Jetzt besteht wieder wie gewohnt die Möglichkeit, Herrn Mietjen Fragen zu stellen. Bitte. Herr Konetzke, bitte auf das Handmikrofon. Rechts hinten. Zwei Fragen. Dass hinten heraus der eine oder andere Pass hätte steiler gespielt werden müssen und nicht so sehr in die Freiheit. Das habe ich, da gebe ich Ihnen recht. Das war in der ersten Halbzeit besonders, als wir in der Halbzeit auch angesprochen haben, dass wir dort entweder zu offen quer, aber vor allem zu ungenau die Bälle in die Spitze gespielt haben und wir dort oft Ballverluste hinnehmen mussten, weil wir dann in der Durchsetzungsvermögen oder in der Ballbehauptung nicht optimal dort agiert haben und so die eine oder andere Konterchance der Bielefelder immer
danach folgte, also das war richtig. In der zweiten Halbzeit sehe ich es nicht mehr so. Da haben wir nicht anders gespielt als vor 3 Tagen. Aber eben, wie gesagt, ich meine, es nicht geklappt mit der Umsetzung so. Danke. Weitere Fragen? Herr Kulinski, mal. Vielleicht eine Frage an Herrn Mayer. Also jetzt nur nicht bezogen auf diese tagesaktuelle Geschichte. Wie froh sind Sie denn, dass Sie im Transfergerangel Bulli, der Kluge auf die Alm locken konnten? Da sind wir glücklich drüber, das ist ja ganz klar. Aber auch der Spieler der Kluge braucht seine Zeit. Er war in der Vorbereitung fast die gesamte Zeit nicht dabei. Ein veralterten Zeh, der es einfach nicht ermöglicht hat, dass er regelmäßig hat trainieren können. Und dann berücksichtigen wir auch die Zeit, in der er auch bei Hertha BSC überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist. Und dann wissen wir alle, dass diese Spieler natürlich auch ein bisschen Zeit benötigen, um wieder in diese Verfassung zu kommen. Neben der Tatsache, dass du als Bundesliga-, Erstligaspieler dich natürlich auch an Drittliga-Verhältnisse gewöhnen musst. Ohne da jetzt irgendwo mit der Spielerische abzutun, aber es ist nur Umstellung. Und da muss man ihm einfach auch die Zeit geben. Und ich finde, heute hat er das wirklich schon ordentlich gelöst. Er war sehr präsent, er war aktiv, hat auch gecoacht auf dem Feld. Heute war es wirklich eine bessere Leistung. Und ich weiß nicht, ob die Gelbrote jetzt berechtigt war oder nicht. Das ist immer ganz, ganz schwer zu sagen. Uns hat es natürlich im Ding nicht mehr als geschwächt, das ist ja klar. Danke. Weitere Fragen? Dann kommt die Frage nach der letzten. Nein, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das ist kein Geheimnis. Die Kontrahenten aus Bielefeld waren ja relativ platt. Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt, noch einen dritten Mann zu bringen? Also zum Beispiel den doch recht gehörigen Jim Gotta. Ja, ich würde es im Nachhinein genauso machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Die Daten habe ich viele da. Danke. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann darf ich bei den Sendungen ganz herzlich nochmals danken. Unseren Gästen natürlich mit guter Einfahrt und den letzten Spielen noch eine gute Genesungswünsche. Und Sie darf ich alle einladen zu unserem nächsten Spiel am 15. August 19 Uhr bekanntermaßen in die DFB-Pokal gegen den SV Mainz. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und danke für Ihren Besuch im Namen des Kennzeichens. Danke.